Ja, und damit mal wieder herzlich willkommen zur Demolition Company mit mir, dem Niklas. Ja, in der letzten Folge haben wir ein Tutorial absolviert und unsere erste Mission und wir haben jetzt Stufe 2 erreicht. Das heißt, wir können jetzt in neue Missionsgebiete hier vordringen. Und ich würde sagen, Tutorial spielen ist ja langweilig. Das könnten wir, also wir haben erst 2 von 7 Tutorials gespielt. Ja, ich würde sagen, wir spielen noch eine Mission, oder? Ganz klar, wir spielen noch eine Mission. Aber wir müssen auch... Fehlende Ausrüstung, Vertigo, das ist aber schade. Oh, können wir keine Mission erledigen? Oder müssen wir uns erst Ausrüstung kaufen? Warte mal, ich guck mal, was man für die zweite Mission hier benötigt. Der nächste Schritt, verwenden Sie dazu Ihren Presslufthammer. Wahrscheinlich müssen wir für den Presslufthammer auch erst wieder ein Tutorial machen, oder? Ich laufe mal eben hier zur Tutorial-Schule. Vielleicht gibt es da ein Presslufthammer-Tutorial. Ach, der fehlt uns. Ja, dann müssen wir den kaufen. Und wo machen wir das am besten? Vielleicht im Destructomat. Ja, Destructomat, der Abriss-Discounter. Wer noch mal schnell am Samstagabend irgendwie eine Abrissbirne braucht, fährt dahin. Haben die alles da. Ja, Presslufthammer Hornet. Ja, wir kaufen erstmal Presslufthammer Wolf für 3000. Sollte erstmal reichen. Zack, sind wir wieder ein bisschen geldlos. Ganz schnell im Destructomat gekauft, hier im Discounter. Naja, muss reichen für unsere Zwecke erstmal. Dann wollen wir mal. So. Auf geht's. Wir spielen das Tutorial 3 von 7 mit dem Presslufthammer. Mit der Taste 2 holen Sie den Presslufthammer hervor. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um ihn zu aktivieren. Je nach Stärke der Wand müssen Sie manchmal mehrere Sekunden... Ja, ist gut. Alles klar. Mit Taste 2 rüsten wir aus. Ja, guck mal hier. Der Jürgen, der hat seinen mächtigen Presslufthammer aus der Hose, aus der Tasche geholt. Und jetzt geht der erstmal ordentlich wummern. Oh ja, das geht ordentlich ab. Und wie das abgeht hier... Ratatatatatatatata. Guckt euch allein mal den überprofessionellen Handschuh an, den der Jürgen Peter da trägt. Und dazu dann diesen überschitthaftigen Presslufthammer. So langsam könnte die Wand aber mal kaputt gehen, oder nicht? Jawohl, die Wand wird zerfickt. Kaboom. Ja, so lobe ich mir das. Kaputt, kaputt. Ja, im Vergleich zum Vorschlaghammer kommt man hier wirklich sehr schnell voran. Oh, geil. Reiß die Hütte ab. Das würde jetzt echt passen. Wenn die Kack-GEMA nicht wäre, dann würde ich das jetzt hier einspielen, glaube ich. Wäre doch sicher lustig, oder nicht? Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Zack. Und wir reißen die Hütte hier auch ab. Wir bringen sie zum Einsturz. Wir demolieren den hier richtig, die Wände. Also dieses Spiel, das macht mir richtig Spaß, ja? Hier einfach mal Sachen kaputt machen. Das ist richtig geiles Gefühl, ist das. Und wir müssen wieder aufpassen, dass uns nichts auf die Füße fällt hier. Wobei man sagen muss, der ist eher fürs Grobe geeignet. Also den Vorschlaghammer braucht man dann doch noch zum Pulverisieren. So. Und zack. Wir bearbeiten die Wände hier richtig, richtig professionell und apart. Wir sind ja wie gesagt der Großmaster of the Universe, Jürgen Peter. Komm, los. Destructe die Wände. So, also das macht richtig Laune hier mit dem Presslufthammer.
Ja. Das macht Laune. Aber es bleibt natürlich ein riesiger Schutthaufen übrig, im Gegensatz zum Vorschlaghammer. Beim Vorschlaghammer wurde natürlich alles professionell pulverisiert. Was? Wenn Sie die mehrere Presslufthammer haben, können Sie diese mit wiederholtem Drücken von zwei durchschalten. Mit dem Mausrad können Sie schnell... Ja gut, alles klar. So, Mission erfüllt. Damit wäre das Tutorial auch schon zu Ende. Wir haben wieder ein paar EP erhalten. Ja. Haben wir denn noch Zeit für eine Mission? Doch, ich würde sagen, ja. Dann machen wir mal die nächste Mission hier in dem Altstadtdistrikt. Das ist das Vertigo. Ihr nächster Schritt besteht darin, die kleine Hütte auf dem Dach des Gebäudes abzureißen. Reiß die Hütte ab. Verwenden Sie dazu Ihren Presslufthammer. Arbeiten Sie dort oben vorsichtig und passen Sie auf, dass möglichst kleine, keine Bruchstücke vom Dach herunterfallen. Der rote Balken unten rechts an zeigt, wie oft Sie sich noch Fehler erlauben können, bevor die Mission als gescheitert gilt. Sollten Sie versehentlich vom Dach fallen, brauchen Sie keine Angst zu haben. In Demolition Company können Sie sich nicht verletzen. No Damage, so gefällt mir das, so muss das. Der Jürgen Peter, der ist unverwundbar, hat in Drachenscheiße gebadet. Das war Drachenblut, oder? Drachenblut, oder? Naja, egal. Alles klar, ich würde sagen, bevor wir da hochgehen... Oh, ein Metallteil. Das holen wir uns gleich mal, das reißen wir uns mal unter den Nagel. Das gibt gleich 300 extra Cash. So, wir müssen aber auch so ein bisschen auf den Zeitbalken gucken. Oh, ein Metallteil. Also, wir können jetzt nicht immer damit die Zeit verplempern, Metallteile zu suchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das das gleiche Gelände und das gleiche Gebäude ist. Oder nicht? Oder haben wir zunächst erstmal die Wände? Ja, ich glaube schon, oder? Wir haben erstmal hier die Wände eingerissen. Und dann sind wir erst dazu übergegangen. Wo geht denn hier die Treppe? Ach, da. Und jetzt gehen wir dazu über, die Hütte auf dem Dach abzureißen. So, schöner Ausblick hat man hier auf die Altstadt. Whisk-Werbung am Himmel. Orhon Furniture. Oh, guck mal, da fahren sogar Autos. Wir sind nicht allein in dieser Stadt. Freut mich, im Gegensatz zum Baumaschinen-Simulator, da waren wir ja alleine. Alter, ich wollte den Presslufthammer, du Idiot. So, wir müssen jetzt auch wirklich aufpassen, dass da keine Teile uns vom Dach runterfallen. Deshalb würde ich sagen, wir lassen das mal alles hier hinkippen, oder? Na komm. Du willst es doch auch. Ja, so ist brav. Oh, guck mal, im Hintergrund ein Baukran. Los, zerstör. Vernichte. Zerficke. So, ich würde sagen, wir vernichten erstmal das Inventar hier. Obwohl. Oh, kein Metallteil. Hätten wir vielleicht noch mehr Metallteile suchen müssen? Naja, egal. Wir reißen erstmal die Hütte ab. Na los, komm. Und wir, ein Wunder. Oh Wunder, oh Wunder, wir haben noch keine Teile vom Dach hier runterfallen lassen. Also alles an Bauschutt ist hier noch auf dem Dach geblieben. Ich würde mal sagen, wir versuchen es auch dabei zu belassen, weil Metallteile bzw. Bauschutt, der runterfällt, ist glaube ich nicht so gut.
Ich meine, der Jürgen Peter, da ist es ja egal, der ist ja unverwundbar, aber wenn wir da jetzt so andere Arbeiter haben. Oh geil, ich kann ja auch hier auf den Sims. Ich glaube, das mache ich mal. Ist, glaube ich, besser. Dann stürzt hier nämlich kein Bauschutt vom Dach. Ja, der Jürgen Peter, der arbeitet hier spektakulär unter abenteuerlichen Bedingungen. Wird die Hütte hier eingerissen. Jawohl, zack. Und es ist noch nichts runtergefallen, immer noch nicht. Aber jetzt stürzt die Hütte langsam in sich zusammen. Na los. Weiter geht's. Zack. Jawohl, da haben wir ja schon einiges hier weggesprengt. Und zack. Oh, scheiße, da ist was runtergefallen, oder? So. Jetzt werden noch die letzten Teile hier von dem Hüttenkäse kaputtgeschlagen. Und zack, wir haben die Mission erfüllt. Nein, ich möchte die Mission noch nicht beenden. Da ist nämlich ein Metallteil. Und überhaupt... Da ist auch noch ein Metallteil. Was macht denn das auf so einem alten, ranzigen Bett? Wir suchen nämlich nochmal nach Metallteilen. Da habe ich jetzt irgendwie richtig Lust drauf. Da verdienen wir uns nochmal extra Cash. Guck mal. Die Couch sieht da noch ganz in Ordnung aus, oder nicht? Könnten wir uns eigentlich mitnehmen. Ich meine, der Jürgen Peter... Dem seine Einrichtung ist jetzt nicht ganz so genehm. Bestimmt. Da wird sich eine Couch doch gut machen. Oder nicht? Boah, jetzt bin ich gerade völlig verwirrt. So. Jetzt würde ich aber sagen, wir beenden die Mission. Wollen Sie die Mission jetzt beenden? Ja. So, wir haben einen ordentlichen Abbruch gemacht und dabei 5.833 Euro Cash gemacht. Unser Gesamthonorar beträgt 14.833 Euro inklusive Erfolgsbonus und Zeitbonus. Und das neue Kapital, was wir haben, beruft sich auf 23.742 Euro. Alles klar. Sie haben Stufe 3 erreicht. Sie sind jetzt erfahren genug, um Aufträge im Industriegebiet erledigen zu können. Erfüllen Sie lukrative Aufträge mehrmals, um an genügend Geld für neue Fahrzeuge und Geräte zu kommen. Ja, ich würde sagen, wir machen auch noch einen Auftrag. Allerdings erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Jürgen Peter reißt die Hütte ab. Bis dahin.